So Freunde, genau ihr habt richtig gesehen, es geht um den VB-Clan und zwar um die Neueröffnung. Ich werde in diesem Video alles zum VB-Clan erklären. Bleibt einfach von Anfang bis zum Ende des Videos dran, um gar nichts zu verpassen und alles zu verstehen. Wenn ihr diese Art von Content feiert, würde es mich sehr, sehr freuen, falls ihr meinen Kanal kostenfrei abonnieren würdet und die Glocke dazu aktivieren würdet. Dann verpasse ich auch keine Videos mehr auf dem Kanal. Sehr, sehr viele von euch, die meine Videos aktiv gucken, sind gar kein Abonnent. Deswegen denkt ganz kurz dran, einfach auf Abonnieren zu klicken. Für den krassesten Support überhaupt gerne noch den Creator-Code ALVIVB im Itemshop benutzen. Sind nur 6 Buchstaben. Der Code ist super schnell eingegeben. Ihr müsst nur ganz kurz dran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet. Und hier sind auch noch die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Twitter oder auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, die sich was mit meinem Code ALVIVB im Itemshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon, um eingeblendet zu werden. Jetzt würde ich aber sagen, wir starten mit dem Video. Let's go, rein da! So Freunde, tatsächlich ist es soweit, der VB-Clan geht in die nächste Runde und ihr könnt euch jetzt alle dafür bewerben. Ich werde in diesem Video alles zum VB-Clan erklären, also wirklich von A bis Z. Ich werde erklären, was es da für Möglichkeiten gibt, was man für Rollen bekommen kann, beziehungsweise wie man aufsteigen kann, was für Events geplant sind im VB-Clan und was es euch auch bringen kann, egal ob ihr jetzt Content-Creator, Designer oder halt eben ein Grinder in Fortnite seid. Das alles werde ich in dem Video erklären und auch natürlich meine Erklärung abgeben, warum denn der VB-Clan so gesehen resettet wird. Ich kann euch eine Sache versprechen, resettet so in der Form wird der VB-Clan jetzt nie wieder, weil wie viele von euch mitbekommen haben, wurde der ja auf dem VB-Clan-Discord so gesehen geschlossen. Viele haben aber nicht verstanden, dass damit eigentlich nur der Discord gemeint war. Also der VB-Clan, der existiert jetzt. Der wurde eben jetzt neu eröffnet und man kann sich eben ab sofort jetzt wieder für den VB-Clan bewerben. Wenn man jetzt schon Teil des VB-Clans war, muss man sich tatsächlich neu bewerben, denn wir wollen das nämlich wirklich komplett aktualisiert haben. Der VB-Clan, der befindet sich jetzt nicht wie gewohnt eben auf einem einzelnen Discord, wo es jetzt eben nur den VB-Clan gibt, sondern er befindet sich jetzt auf meinem ALVI-Main-Discord, was davor eigentlich praktisch ein Community-Discord war. Es war immer ein Community-Discord, wo man halt eben, ja, im Endeffekt drauf chillen konnte. Da gab es auch immer sowas wie 101-Suche und sowas, wo man halt einfach gegen andere Spieler fighten konnte, beziehungsweise halt irgendwie so sich treffen konnte auf Discord. Aber jetzt ist eben da der VB-Clan eben auch drauf und auf diesem Discord sind bereits schon 4500 Member. Also ein sehr, sehr stabil laufender Discord. Deswegen ist der läuft ja sehr, sehr kontrolliert ab und da ist der VB-Clan auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Wie findet ihr jetzt aber den VB-Clan auf diesem Discord? Also ihr geht in die Beschreibung, klickt dann natürlich auf den Discord-Link drauf und dann seht ihr zunächst einmal ganz, ganz oben eben einen Channel ALVI Stream Games. Das ist so ein Channel, wo ihr reinjoinen könnt, wenn ich zum Beispiel ALVI sagt oder sowas streame, damit man mich eben in Echtzeit hört. Aber viel wichtiger ist der Informationskanal, ne, Regelwerk zum Discord allgemein, die allgemeine Information zum Discord etc. Dann kommt der Nutzerbereich, da kann man eben mit dem ganzen Discord chatten und dann kommt auch schon der VB-Clan. Und das ist eben der Block praktisch, der jetzt die VB-Member eigentlich am meisten interessieren sollte. Und zwar kommt ganz am Anfang der Kanal Infos, dann der Kanal Anforderungen, Bewerbung, Clan-Chat 101, 2 gegen 2, Duo-Suche, Trio-Suche, Cup-Suche und Cutter-Suche. Ich werde jetzt die einzelnen Ränge mit euch durchgehen, wofür man sich eben bewerben kann. Und zwar, wenn man auf den Info-Channel draufklickt, dann sieht man auch schon zunächst einmal die 5 Rollen, die es gibt. Und zwar einmal Grinder, Academy, Clan Wars, Main Team und E-Sports. Designer und Content Creator ist gerade in Wartung und es wird auch noch dazukommen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Content Creator seid und euch eben dementsprechend dafür bewerben wollt oder eben ganz gut im Cutten seid oder Designen seid, dann wird es eben diesen Designer-Rang geben. Die ganzen Ränge etwas besser erklärt, damit ihr überhaupt versteht, was die ganzen Ränge bedeuten. Das seht ihr dann in einem Channel drunter und zwar in Anforderungen. Da seht ihr zum Beispiel, was ihr eben braucht, um eben den Grinder-Rang zu bekommen, den Academy-Rang, den Main-Team-Rang und den E-Sport-Rang. Der Clan-Wars-Rang, da die Leute, die da drinnen sind, die sind offiziell im Clan-Wars-Team von VB und repräsentieren den VB-Clan bei Turnieren gegen andere Clans. Das nennt man Clan-Wars und diesen Clan-Wars-Rang, den bekommt man nur, wenn man entweder im Main-Team oder im E-Sports-Team schon vertreten ist. Das sind wirklich nur die Besten der Besten des Clans. Aber auch natürlich für nicht so gute Spieler, die halt einfach vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in Fortnite haben und trotzdem Teil der Community sein wollen, indem sie dem Clan beitreten, gibt es natürlich auch den Grinder-Rang. Dafür braucht ihr eigentlich im Endeffekt nur 1000
Arena-Punkte. Ihr müsst halt Interesse an Fortnite haben, aktiv sein und eben von dort aus dann eben aufzusteigen, gibt es dann den Academy-Rang. Dafür braucht ihr dann 5000 Arena-Punkte, Interesse an Fortnite, Erfahrung, solltet natürlich auch aktiv sein. Und dann der Main-Team und der E-Sports-Rang. Das sind natürlich, ja, Ränge schon für die etwas besseren Fortnite-Spieler unter euch. Und zwar kurz, damit ich das mal vorlese. Und zwar müsst ihr entweder dreimal Top 750 Placement in der EU gesammelt haben. Ihr müsst auf einer Next-Gen-Konsole oder eben auf einem PC spielen. Kein toxisches Verhalten haben, halt eben, ne, korrekt zueinander sein, immer auf dem Discord. 250 PR haben, und zwar das auf EU-Servern. Und natürlich aktiv sein, Interesse an Fortnite haben. Gar keinen Bock zu fighten. Oh mein Gott. Noch so weggekommen. So, und auf jeden Fall dann noch natürlich der beste Rang, und zwar ist es nämlich der E-Sports-Rang. Da müsst ihr fünfmal in die Top 500 Placement EU kommen, Next-Gen oder PC spielen, kein toxisches Verhalten, genauso wie beim Main-Team. Ab 500 PR kommt ihr ins E-Sports-Team und ihr müsst natürlich dann auch wieder Interesse an Fortnite haben. Hä? Das sind eben die verschiedenen Dinge, die es eben gibt für den VB-Discord. Wie man sich bewerben kann, einfach in einem Channel drunter auf Bewerbung klicken und dann eben auf Clan-Bewerbung. Das ist nämlich dann ein Channel, in den ihr kommt. Wenn ihr dann da drauf klickt, seht ihr eben so einen Button, wo so ein Briefumschlag ist und Bewerben daneben steht. Da bewirbt ihr euch dann einfach, dann entsteht praktisch so ein Ticket und da schreibt ihr dann eure Bewerbung rein. Wichtig ist bitte, schreibt in ganzen Sätzen. Also klatscht mir jetzt dann nicht irgendwie sowas hin wie hier 15 Jahre alt, PC, PR, fertig. Sondern nein, schreibt in ganzen Sätzen, bewerbt euch richtig, dann habt ihr nämlich eine gute Chance, eben angenommen zu werden, weil nicht jeder angenommen wird. Also man kommt nicht einfach so in den VB-Clan rein. Man muss schon ein bisschen zeigen, dass man das eben will. Ich bin tot. Doch nicht. Doch, ich bin tot. Wenn ihr eben vom VB abgelehnt werdet, egal ob ihr nicht in ganzen Sätzen geschrieben habt oder halt eben abgelehnt werdet, weil ihr halt eben die Anforderungen nicht erfüllt, dann ist es so, dass ihr euch erst wieder nach 7 Tagen für den Clan bewerben könnt. Deswegen gebt euch da ein bisschen Mühe bei der Bewerbung, weil wenn ihr wirklich in den Clan reinkommen wollt, dann wäre es natürlich schade, dass man abgelehnt wird wegen irgendeinem Quatsch. Und auch wichtig, lügt euch selbst nicht an und bewerbt euch für den Rang, der euch auch zusteht. Wo ihr denkt, okay, ja, da komme ich rein, weil die Anforderungen erfülle ich. Lol. Oh Gott, hat der gelaggt. Sonst gibt es dann eben halt noch den Clan-Chat, wo man sich einfach allgemein mit den ganzen Clan-Membern verständigen kann. Dann gibt es eben noch die 101, die 2-gegen-2-Suche, die Duo-Suche für irgendwelche 2-gegen-2s zum Beispiel oder halt, wenn man einfach nur Duo-Arena spielen will, genauso wie Trio-Suche. Dann gibt es eben die Cup-Suche, um eben, ja, Mates zu finden für Turniere. Oh, Lama, let's go. Dadurch eben, dass es noch die Designerrolle nicht gibt, kann es ziemlich attraktiv sein für euch. Irgendwie Leute, die auf Montages irgendwie spielen, kann natürlich Katasuche sehr, sehr attraktiv sein. Beziehungsweise auch danach, wenn wir die Designerrolle haben, für Designer sehr attraktiv sein, um sich eben einen Namen zu machen, indem man für viele Leute eben designt oder cuttet. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr nice. Es wird natürlich in Zukunft noch mehr Channels geben und der Discord an sich bietet ja noch ein paar andere Sachen. Ein paar andere Channels gibt es natürlich auch, die auf dem alten VB-Clan auch da waren. Also im Endeffekt ist der Alvi-Discord sehr, sehr ähnlich zu dem alten VB-Clan-Discord. Nur ich wollte halt eben alles eben kompakt und zusammen haben
Und deswegen habe ich die beiden halt eben verknüpft. Bewerbt euch sehr, sehr gerne. Unten ist der Link in der Beschreibung zu dem Discord-Clan. Und bald ist es auch so, dass ich in Kooperation mit Victory Turniere mit VB veranstalten werde. Dazu werden aber auch auf dem Discord noch weitere Informationen folgen. Natürlich, wenn ihr Teil des VB-Clans seid, könnt ihr euch natürlich einen extrem krassen Namen machen. Bei solchen Turnieren, beziehungsweise auch wenn ihr eben nur den Grinder-Rang am Anfang habt bei dem Clan, könnt ihr natürlich durch Aktivität sehr, sehr stark überzeugen. Nicht nur vielleicht auch von der Performance besser werden, sondern auch neue Leute kennenlernen, wenn ihr das möchtet. Also da gibt es auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten auf dem VB-Clan. Und es werden natürlich, abgesehen von den Turnieren, die schon geplant sind mit Victory, auch noch weiter ihre Events folgen. Neben den ganzen natürlich Clan-Events wie Clan Wars. Habt auch ein bisschen Verständnis, wenn ihr euch bewerbt, denn ganz am Anfang werden natürlich jetzt wieder extrem viele Bewerbungen reinkommen, vermutlich. Sodass eben das Team eben ja das erstmal verarbeiten muss. Deswegen, ja, seid nicht so ungeduldig, wartet einfach auf eure Annahme bzw. auf eure Ablehnung. Das wird sich mit der Zeit immer, mit der Zeit werdet ihr da schon irgendwie eine Nachricht erhalten. Gemacht. Ich mache übrigens ganz, ganz viele Custom Games mit dem VB-Clan. Dazu könnt ihr dann auch übrigens meinen Twitch-Kanal abchecken. Da streame ich auch sehr, sehr viel und werde wahrscheinlich auch in Zukunft die Clan Wars streamen. Das ist auf jeden Fall alles zum VB-Clan. Ich will das Video auch nicht unnötig lang machen. Schaut jetzt gerne in die Beschreibung, bewerbt euch, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann alle auf dem Discord. Let's go!